Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was ist los im Moment? Einiges, aber was ist los im Moment mit mir? Mich macht Make-up im Moment so glücklich. Das ist... Hallo, schön, dass ihr heute da seid. In den letzten Videos habt ihr es mitbekommen, dass ich sehr motiviert war, Make-up zu testen, mich zu schminken, neue Produkte auszuprobieren. Und das ist total komisch. Also eigentlich nicht, eigentlich ist es ja was Schönes, aber so in den letzten 8, 9 Monaten habe ich nicht die Lust verloren, aber so dieses Feuer hinter Make-up. Und jedes Mal, wenn ich ein Paket im Moment kriege, dann reiße ich das auf und denke so, oh mein Gott, wir müssen das sofort austesten. Genauso war es heute auch. Ich habe ein Paket von Purish bekommen mit krassen Neuheiten, beziehungsweise Produkten, die es jetzt auch bei Purish im Sortiment gibt. Ich werde mit Sicherheit auch einen Code bekommen für die Produkte. Ich weiß es jetzt noch nicht, ich muss nachfragen. Wenn ich nachfrage, kriege ich wahrscheinlich auch einen Code. Kein bezahltes Werbevideo, nur als kleiner Disclaimer. Allerdings haben wir wirklich so, so schöne Sachen da und ich werde gleich aussehen wie Barbie. Und das ist etwas, das macht mich sehr glücklich. Ich würde immer gerne aussehen wie Barbie. Also nicht so körperlich, das ist Quatsch, aber so Face. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die Woche. Heute am neuen Tag dieser Woche gibt es wieder richtig schöne Produkte hier für euch und ich würde auch gerne gleich anfangen, denn eine Herzensfirma, die ich schon von Anfang an unterstütze, ist jetzt endlich bei Purish. Und für viele ist es so, ach ja, schön, toll, okay. Für mich ist es was ganz Besonderes, denn mit How Cosmetics arbeite ich schon seit 3 Jahren zusammen. 2,5. Also seitdem ich eigentlich wirklich beruflich YouTube mache. Und How Cosmetics ist ein deutsches Unternehmen hier aus Aachen. Und das ist ein ganz, ganz junges Team, tolle Jungs und vor allen Dingen auch tolle Produkte. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren mindestens 5-mal selber bestellt, zusätzlich zu den Produkten, die ich in PR bekomme. Und das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, wenn ich ein Produkt nachkaufe, weil mir das so gut gefällt. Das erste Produkt, mit dem sie rausgekommen sind, war das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Das kennt ihr schon, das war damals der Retter für mich und meine Haut. Ich habe, als ich YouTube angefangen habe, natürlich mich auch noch nicht so mit Skincare auseinandergesetzt, wie ich es heute tue. Deswegen habe ich ja auch eine verhältnismäßig solide Haut. Dieses Produkt hat mir damals wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern gerettet. Das ist eine Mischung aus Primer und Pflege. Es gibt auch eine Creme, aber ich habe heute hier den Primer für euch, der passt zum Make-up. Und wenn ihr mich schon kennt, ich habe hier, schaut mal, hier ist schon, seht ihr das? Ist fast leer. Ne? Also der kann jetzt weg. Das hat so einen ganz zarten, leichten, lilanen Glow. Das sorgt für ultra krasse Feuchtigkeit und vor allen Dingen, Freunde, das Schöne ist, die Haut ist einfach so gut dadurch geworden. How Cosmetics hat mittlerweile auch so Ampullen. Ich liebe auch die. Aber das ist wirklich ein so wunderschönes Produkt. Ich blende das mal kurz ein. Das war schon viel zu viel. Eigentlich braucht man davon nur einen Tropfen. Aber ich habe sogar, weil ich die Marke so liebe, mit denen einen eigenen Instagram-Filter rausgebracht. Und deswegen glaube ich, könnt ihr mir glauben, dass ich diese Marke einfach schon super, super lange benutze. Der Primer hinterlässt so einen zarten, lilanen Glow. Sehr subtil ist der und wenn ihr eine Foundation rübergebt, sieht man das nicht mehr. Aber die Feuchtigkeit sinkt jetzt in die Haut ein und so nach 4, 5 Stunden, wenn ihr wirklich einen langen Tag hinter euch habt, euer Make-up sieht aus wie frisch aufgetragen. Und heute, der Vibe, den wir heute durchleben, ist Glow. Er ist pink, er ist extra, er ist Maxim Giacomo 2021. Schaut euch das an. Ich habe natürlich jetzt extrem viel genommen, dass ihr auch diesen Touch von Farbe sehen könnt. Aber das in die Foundation gemischt, in die Tagespflege gemischt, für so einen leichten Touch. Freunde, das ist, also mir hat es damals wirklich die Haut gerettet, wenn ihr Probleme mit der Haut habt. Disclaimer, ich bin kein Doktor, ich bin kein Skincare-Experte. Aber mir hat es damals wirklich sehr, sehr geholfen, diese Entzündungen rauszukriegen. Ich möchte gleich weitermachen mit dem nächsten Produkt und das ist das Setting Skin Perfector. Das ist ein Setting Spray. Das hat auch einen ganz zarten Glow mit drin. Es riecht so göttlich. Ich möchte gerne, Leander von How Cosmetics, wenn du dieses Video siehst, bitte, und wenn es nur für mich ist, ich zahle dir, was du möchtest, ich möchte diesen Duft als Parfum. So zart, so frisch, so gesund. Und jetzt seht ihr auch diesen Glow, ne? Das kommt jetzt so langsam durch. Und wenn ihr das übers Make-up gebt, Freunde, wartet. Komm, wir machen weiter, sonst haben wir hier Ewigkeiten zu tun. Es geht hier um neue Make-up-Produkte, die jetzt neu auf dem Markt sind, beziehungsweise neu bei Purish sind.
Ich mache weiter mit der Foundation, weil die sind beide recht neu und ich mag sie beide super, super gerne. Ich habe hier einmal von Catrice die Clean ID Foundation und von Urban Decay die Stay Naked Foundation. Die sind ähnlich. Die sind ähnlich. Stimmt, die sind ähnlich. Die hat hier nichts drin, außer Farbe, so ungefähr, keine Mineralöle, kein Silikon, kein Mikroplastik, keine Parabene. Puh, alles Mögliche. Und die von Urban Decay steht nicht drauf. Da ist Kombucha mit drin. Also heute ist so ein bisschen Skincare und Make-up zusammen. Ich mische mir das Ganze auf meiner Mischplatte. Ihr seht ja jetzt, dass meine Haut hier so schön glowy ist. Das möchte ich auch heute beibehalten. Denn der Look, den wir machen mit den Lidschattenpaletten, Freunde, kommt, ich gebe euch mal einen Spoiler. What? Wie krass ist das? Ich mische mir die Foundation hier einmal so ein bisschen zusammen. Wirklich schön und lasst euch da auch Zeit, wenn ihr Foundations mischt, damit sich die Texturen ordentlich miteinander vermengen. Und dann nehme ich einfach meinen Pinsel, gehe hier rein und wir arbeiten uns die Foundation ein. Und ihr werdet gleich sehen, Farbe ist jetzt ein bisschen hell. Die passen alle irgendwie nicht so richtig, aber ihr seid bei mir, Freunde, ihr kennt das Spiel. Aber ihr werdet gleich sehen, in Zusammenarbeit mit diesem Primer kommt dieser leichte Glow noch so ein bisschen mit durch. Und je länger ihr die Foundation tragt oder die Produkte tragt, auch von Haut Cosmetics, desto schöner wird es, finde ich. Schaut mal, wie wenig Foundation ich nur gebraucht habe. Ich nehme jetzt nochmal meinen Schwamm und gehe hier einfach nochmal so ein bisschen rüber, um die Streifen von dem Pinsel wegzumachen. Und ihr habt einfach so einen frischen Look. Zart und sommerlich heute. Der ganze Look wird sommerlich. Die Sonne scheint, wir haben 7 Grad. Meine Frühlingshormone sind am Sprießen. Ja, nee. Ich fühle mich gut. Und das ist so schön. Und das probiere ich euch auch so ein bisschen mitzugeben. Make-up, am Ende des Tages ist es nur Make-up. Und es landet im Abfluss. Aber es kann einfach so, so glücklich machen. Und wie oft habe ich früher, das habe ich neulich erzählt, bevor ich mit YouTube selber angefangen habe, war Make-up für mich immer wirklich wie eine Therapie. Es hat mir einfach so viel Kraft gegeben und deswegen habe ich dann auch irgendwann mit YouTube angefangen. Ich meine, damals, meine Situation war damals wirklich unterirdisch schlecht. Finanziell, optisch, gesundheitlich, ganz, ganz furchtbar. Und Make-up hat mir halt aus diesem sehr, sehr dunklen Loch geholfen. Und diesen Spark habe ich irgendwie wiederbekommen in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, woher es kam auf einmal, aber I love it. Wir gehen jetzt nochmal mit diesem Spray rüber. Ihr wisst, Freunde, wenn es Glow gibt, lass mir kurz so ein bisschen ansetten. Ich mache ein bisschen Concealer drauf, sette meine Base und dann kommen wir wirklich zu krassen Produkten. Da bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt. Nur ein bisschen Puder unter den Augen und dieser, ich muss näher rankommen, damit ihr das seht. Schaut euch diesen frischen und gesunden Glow an. Haut, Face, Lips, Eyes, Skin. Amazing. Jetzt nochmal hier so ein bisschen durch meine Augenbrauen durch. Ich benutze dafür ja eigentlich ausschließlich mittlerweile nur noch das Brow Freeze von Anastasia. Und gehe dann mit diesem Pinsel hier, dem 7B, durch. Okay, Freunde, wollen wir weitermachen mit den Lidschattenpaletten? Denn da habe ich 2 bekommen. Und die sind von Juvia's Place. Juvia's Place sind ja bekannt dafür, dass sie eine der krassesten, pigmentiertesten Lidschatten und vor allen Dingen die buntesten Lidschatten haben. Und ich habe 2 neue Paletten bekommen. Einmal die Sweet Pinks bei Juvia. Davon hatte ich euch schon mal ein paar gezeigt. Das waren dann so sehr beige und lila. Und jetzt haben wir hier wirklich Hot, Hot Pink. Also das ist Neon, das ist Beere, das ist Hi, my name is Barbie. I'm here to take your man today. Und dann gibt es noch die La Mariposa, Yami Angelina x Juvia's Place. Ich glaube, sie ist eine Influencerin. Kennen sie leider persönlich nicht. Aber das ist die Palette. Die ist sehr, sehr dünn. Wir haben hier so einen Glitzer-Shade, 2 Shimmer-Shades und 3 wirklich schöne, bunte Shades. Und was wir jetzt machen, das hatte mir eine von euch Mäusen geschickt, als ich euch die Dominique Cosmetics Palette gezeigt habe. Sie meinte, ich soll den gelben Ton mit dem roten Ton mischen. Und wir probieren das jetzt mal. Extrem pigmentiert. Ich klopfe ein bisschen ab. Und das setzen wir uns jetzt hier hin und mischen uns. Oh, oh, girl. Mischen uns dadurch den eigenen Blush. Ist so ein bisschen orange. Das ist ja wirklich eine schöne Farbe. Sehr zart durch dieses. Hättet ihr gedacht, dass gelber Blush. Okay, Moment. Dass gelber Blush so schön aussehen kann? So orange, ne? Das ist ja jetzt ein sehr, sehr besonderer Ton. Wie findet ihr die Blushfarbe? Das hätte ich nicht gedacht. Danke, Girl. I love you. Also die benutze ich jetzt, glaube ich, nicht die Palette. Ich swatch euch mal ganz kurz die Farben hier. So, dass ihr das mal gesehen habt. Extrem pigmentiert, ne? Also das ist wirklich bunt. Juvia's Place hat wirklich gute Texturen. Für den Preis super gut. Ich weiß nicht, ob ich einen Code bekomme. Ihr werdet sehen. Steht dann unten in der Infobox. Preis-Leistung ist wirklich fantastisch. Wir benutzen heute aber wirklich diese pinke Palette. Ich fühle den Vibe, ich fühle mich bunt, ich fühle mich pink, ich fühle mich wie eine kleine Blume, die gerade aus
Die Knospe, die gesprießt ist. Gesprießt oder gesprossen? Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir beginnen sehr zart und zwar fangen wir mit der Farbe hier an. Das ist so ein schönes, ja, die hätte man auch schön als Blush tragen können. Als Transition Shade. Diesen schönen, ja, das ist so ein Kirschblütenrosa. Okay, ja, das ist auch wirklich nur so ein zarter Hauch. Und das sieht man jetzt mal, dass sowas auch schon täuschen kann, ne? So diese Farbkonstellation wirkt manchmal auch sehr bunt. Aber das ist ja ein sehr schöner, zarter Rosaton. Ich mische jetzt gleich nochmal so ein bisschen von diesem Hot Pink hier mit rein. Und dadurch wird das natürlich gleich nochmal ein Zacken pinker und intensiver. Ich nehme mal einen anderen Pinsel, der ein bisschen weicher ist. Und blende das hier richtig schön nach außen. Ja. Nice. Also man muss die Farben natürlich auch so ein bisschen aufbauen. Ich glaube, wenn man einen hellen Lidschattenprimer drunter hat, dann funktioniert das gut. Habe ich jetzt nicht. Und meine Base war ja auch schon so mehr oder weniger gesettet. Ich mag die Lidschattenpaletten von Juvia's Place sehr gerne. Die sind sehr kompakt. Man könnte sie mitnehmen, aber auch wenn man nicht verreist, sie nehmen nicht so viel Platz weg. Und das stört mich oft bei Lidschattenpaletten, dass sie so extrem viel Platz fressen. Alright, die Farbe oder die Farben waren wirklich, wirklich gut. Ich nehme hier so einen kleinen flachen Pinsel. Ich hole mal ein Stückchen heran, dann seht ihr das Spektakel. So könnt ihr auch die Base nochmal von Namen sehen. Super glowy, super frisch. Ich nehme jetzt hier einen kleinen Pinsel von Luvia. Das ist ja die Fine Shader. Und gehe hier in den Ton rein. Fast gar kein Kickback. Und das setze ich mich hier hin an. Das ist wirklich Hot Pink. Ich weiß, wer heute rosa Augen haben wird. Aber ist okay. Wenn ich so ein nices Make-up habe, dann ist das völlig in Ordnung. Ich wiederhole es immer wieder, was ich persönlich bei den Juvia's Paletten vermisse, ist ein Spiegel. Mein Gott, ich habe einen Spiegel hier, aber mir ist das immer ein bisschen weit weg. Ich habe zwar neue Augen bekommen, aber reicht immer noch nicht. Ich nehme jetzt hier einen kleinen, flachen, synthetischen Pinsel und gehe als erstes in dieses Pink hier vorne, auch super cremig, und ziehe mir damit eine Cut Crease. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Schaut mal, ein Swipe. Zack, Cut Crease. Spart euch das mit dem Concealer. Wenn ihr eine richtige Lidschattenpalette habt, braucht ihr meiner Meinung nach keinen Concealer. Dreh den Pinsel, geh in das Hot Pink hier unten. Das ist so ein bisschen rosafarbener, gibt nochmal so ein bisschen mehr Reflexion. War nicht hier auch noch ein Pink drin? Ja, hier. Schaut mal, der ist auch schön. Der ist so... Oh nein. Der ist so... Oh, geht weg. Der ist so ein bisschen bläulicher. Und den toppe ich da noch einfach so mit rüber. Mein Gott, was soll der Geiz? Hier, ruf da. Mehr ist mehr heute. Ah, das Blau könnte jetzt zu viel sein. Nee. Also das ist schon natürlich hier heute Kanarienvogel-Vibes, aber schaut euch das an. Okay, Freunde, ich glaube, ihr wisst, dass ich es liebe. Das ist so aktuell genau das, was ich mag. Wir gehen jetzt hier nochmal, um den Blush so ein bisschen mehr an den Look anzupassen, hier in den Ton hier rein, klopfen ab und blenden den hier so mit in den Lidschatten rein. Beide. Also tragbar ist diese Kombination jetzt... Ja, weiß ich nicht. Sagt ihr es mir? Ich trage das ja jetzt. Aber ja, hier bin ich halt abgerutscht jetzt, ne? Das war doof. Okay, ich habe noch zwei weitere Produkte von Juvia's Place bekommen. Davon habe ich noch nie was gehört, noch nie was gesehen. Das sind Lip Gloss Oils, glaube ich. Die habe ich in zwei verschiedenen Farben bekommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu rot. Ich glaube, diese dunkle Lippe könnte da ganz gut zu aussehen. Ich trage mir immer ganz kurz einen Liquid Lipstick auf, mache Mascara auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Lashes sind drauf. Ich habe noch so ein bisschen schwarzen Kajal unten mit reingesetzt und mir die Lippen aufgetragen, damit das Ganze nicht so ganz pink ist. Ist schon ein krasser Look, ne? Mascara fehlt noch so ein bisschen. Dafür benutze ich im Moment die Nabla Vicious Mascara am allerliebsten. Damit kommst du halt wirklich hier direkt ran und kannst hier unten sehr definiert arbeiten. Geht halt super schnell, ne? Die mag ich sehr, sehr gerne. Okay, Lippen sehen krass aus. Wir gehen jetzt mal mit diesem Öl hier rüber. Oder Gloss? Ich weiß es nicht, was das sein soll, Freunde. Ich habe natürlich professionell, wie ich bin, auch die Verpackung schon wieder weggemacht. Packaging ist cute. Wir haben hier so eine durchsichtige, ja, Lipgloss-Dose und ein sehr, sehr großes Bürstchen. Ich swatch euch das mal kurz. Das hat schon so ein bisschen eigene Farbe, ne? Aber nur ganz leicht. Deswegen habe ich den Liquid Lipstick auch drunter getragen. Oh, wow. Das ist purer Gloss, ne? Also das ist Gloss. I stan. Ich meine, ist schon wieder ein bisschen too much, ne? Aber Boys and Girls, herzlich willkommen auf meinem Kanal.
Und das, Freunde, ist der Look mit den neuen Produkten. Wir gehen jetzt zum Abschluss nochmal mit dem Spray rüber. Das gibt einfach nochmal einen richtig schönen extra Glow. Ich liebe, liebe, liebe die Produkte. Also Hau Cosmetics, Freunde, schaut vorbei. Bitte, so, so wunderschön. Auch die Lidschattenpalette, super pigmentiert, krasse Looks. Und die Glosse fühlen sich sehr, 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 sehr gut an. Also das muss ich sagen, natürlich, frisch. Natürlich, okay, natürlich ist hier gar nichts mehr heute. Aber guess what? I love it, I stand. Meine Wimper verschwindet. Freunde, schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns beim neuen Video am Freitag wieder mit einer Marke, von der ihr definitiv noch nichts gehört habt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.